Droht uns jetzt kurz vor dem Winter in der Corona-Politik doch noch der Flickenteppich, den eigentlich niemand haben wollte? Es wird ganz so aussehen, seit einige Bundesländer vorgeprescht sind und die Isolationspflicht für positiv getestete Menschen einkassiert haben. Gleichzeitig denken einige Landesregierungen laut über die Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nach. CDU-Chef Friedrich Merz, der schlägt in die gleiche Kerbe. Dabei ist Bundesgesundheitsminister Lauterbach strikt gegen die oben ohne Regeln. Maske oder doch nicht Maske? Diese Frage teilt das Land. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen haben die Isolationspflicht bereits abgeschafft. Heute kommt noch Schleswig-Holstein dazu. Viele sehen in diesen Lockerungen den ersten Schritt in die richtige Richtung. Ja, letztendlich geht es ja um die Debatte, wie gehen wir jetzt mit Corona um. Und da ist es durchaus sinnvoll, jetzt auch konstruktiver auch über das Thema Eigenverantwortung zu diskutieren. Wir sehen ja in vielen Bereichen, dass wir teilweise Maßnahmen haben, die kein Mensch vor Ort mehr versteht. Und deshalb geht es ja jetzt auch darum, wir gehen jetzt in eine endemische Lage über, mit Corona wieder so umzugehen, dass wir mehr Normalität bekommen. Das sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach anders. Insbesondere bei der Maskenpflicht mahnt er zu Zusammenhalt in Deutschland. Ich glaube, es ist jetzt keine gute Zeit, über einen Flickenteppich bei der Maskenpflicht zu sprechen. Die Bürger haben sich die Maskenpflicht nicht gewünscht, aber sie ist notwendig, weil wir müssen im Winter mit steigenden Fallzahlen wieder rechnen. Meine Meinung ist die, die Menschen müssen sicher zur Arbeit kommen können und auch sicher am Arbeitsplatz sein können. Das könnte zunehmend kompliziert werden. Der öffentliche Nahverkehr ist Ländersache. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und jetzt Schleswig-Holstein ist Masketragen nur für Erkrankte verpflichtend. Für alle anderen ist die Maskenpflicht de facto abgeschafft. In anderen Bundesländern hingegen gilt die Maskenpflicht, wird aber schon lange nicht mehr kontrolliert. Der Regionalverkehr ist Aufgabe vom Bund. Hier muss die Maske getragen werden. Die Verwirrung ist vorprogrammiert. Klar ist nur, eine einheitliche Lösung für Bund und Länder rückt mit den aktuellen Entwicklungen in weite Ferne. Ob mit Maske oder doch ohne. Sprechen wir darüber. Lena Mosel ist vom Kanzleramt zugeschaltet. Lena, wie lange gibt es denn wohl die Maskenpflicht noch? Lass uns mal in die Zukunft blicken. Ja, dann muss man sagen, es kommt ganz drauf an, wen man da fragt und wohin man fährt. Wir haben es im Beitrag ja schon gehört, was die Bundesländer anbelangt, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Bayern ausgerechnet, einstiger Vorreiter im selbsternannten Team Vorsicht, sagt Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr brauchen wir so nicht mehr, kann eine Empfehlung sein. In Schleswig-Holstein ist es ähnlich, aber viele andere Bundesländer sagen eben, nein, wir wollen daran festhalten, mit sehr unterschiedlichen Argumenten teilweise. In Nordrhein-Westfalen, da argumentiert man mit der Maskenpflicht im Fernverkehr und sagt, solange das eben da, wo der Bund zuständig ist, noch gültig ist, da werden wir das nicht anders machen. In Niedersachsen, Stefan Weil argumentiert gesundheitlich und sagt, es ist so eine geringe Sache, eine Maske anzuziehen und wir können Schutz damit gewähren. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir auf den Fernverkehr schauen, dann scheint sich da nichts zu tun. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hält daran fest, bis April gilt ja aktuell noch das neue Infektionsschutzgesetz. Bis April wird es also auch noch die Maskenpflicht im Fernverkehr geben. Allerdings gibt es auch einen Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Michael Theurer von der FDP, der sitzt im Bundesverkehrsministerium. Und der wiederum, der sagt, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Er ist dafür, dass man das vorher schon abschafft, auf Eigenverantwortlichkeit setzt. Auch seine Argumentation in Teilen vielleicht schwierig nachzuvollziehen. Er sagt nämlich, ganz viele Leute halten sich eh nicht mehr dran und dann weckt das kein Vertrauen in die Politik. Also könnten wir sie im Grunde auch gleich ganz abschaffen und dann auf die Eigenverantwortung setzen. Also auch der Bahnbeauftragte, der macht da Druck, aber Karl Lauterbach lässt sich da definitiv nicht umstimmen. Also er wirkt da schon sehr klar. Vielleicht hat Friedrich Merz da ja mehr Glück, denn der hat heute auch für Schlagzeilen gesorgt, will die Pandemie im Frühjahr für beendet erklären. Hat der Mann eine Glaskugel? Ich meine, eigentlich ist ja die WHO dafür zuständig.
Es scheint so, in der Tat. Denn wenn er jetzt schon argumentiert oder jetzt schon zu wissen vermeint, dass man im Frühjahr an dem Punkt sei, wo man wirklich sagen könnte, okay, das ist jetzt keine Pandemie, da muss man schon tatsächlich sich fragen, woher er diese Zuversicht nimmt. Vielleicht aber auch schaut er eben dann doch mit ein ganz klein bisschen Skepsis auf den Winter. Denn aktuell in der Tat sind die Zahlen rückläufig, aber wer weiß, wie sich das im Winter entwickelt. Und deswegen argumentiert er, auch wenn er jetzt schon sagt, die Lage hat sich eigentlich entspannt, wir sind schon in der endemischen Phase. Vielleicht sagt er deswegen jetzt, wir schauen mal, im Frühjahr sind wir dann so weit. Aber diese Argumentation, diese Prognosen, die nicht so ganz stimmig festgemacht werden an Argumenten, das gibt es ja auf beiden Seiten. Auch der Bundesgesundheitsminister prognostiziert ja, dass die Zahlen steigen könnten im Winter, aber aktuell fallen sie. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.